letztes auf Toilette geht, gewinnt 10.000 Euro, Freunde. Let's go, Marvin. Ja, Bruder, es ist so schlimm. Bruder. Oh, Junge, Mann, ich muss so dringend, Junge. Richtig schaukeln, Luca. Ey, ey, bei mir ging nichts mehr. Junge, ey, schau mal, Bro. Du hast voll in die Hose gepinkelt. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute einfach mal mit Marvin am Start. Was geht? Moin, moin, Freunde, was geht? Genau, Leute, checkt auch Marvin ab, ist in der Beschreibung verlinkt und lasst ein Abo da. Wir haben heute einfach mal beide, ihr seht schon, eine 8 Liter Wasserflasche am Start. Oh Marvin, mein Gott. Die werden wir gleich exen. Ja. Wir dürfen vorher noch einmal auf Toilette gehen, aber danach gilt, Leute, wer als letztes auf Toilette geht, gewinnt die 10.000 Euro. Ihr seht, Leute, ich habe auf jeden Fall hier richtig fett Geld abgeholt. Das heißt, Marvin, streng dich auf jeden Fall an. Es geht hier heute um einiges, ne? So, Freunde, ganz, ganz wichtige Sache, macht es auf gar keinen Fall nach, weil das ist ultra gefährlich. Und zwar, man kann da auch richtig Nierenschäden und so bekommen, wenn du zu viel Wasser trinkst und so. Also, ne? Man muss da richtig aufpassen, Leute, mit der Blase, dass die auch nicht explodiert und so. Ich würde sagen, wir gehen noch mal schnell aufs Klo, hier einfach im Wald, und dann geht's gleich los. Und Leute, gleich werden diese Rutsche rutschen, um das Wasser richtig schön zu verteilen in der Blase. Ich würde sagen, let's go. Boah, Leute, ich muss gar nicht pipi. Musst du pipi? Ja, ich pinkel, Alter. Alter, Leute, ich werde das, ich genieße das gerade so sehr. Das ist jetzt das letzte Mal wahrscheinlich für so einen ganzen Tag. Boah, ich tue jetzt so, als müsste ich, sag dir jetzt, ich muss nicht pinkeln. Ich muss das auch nicht, aber ich mache gleich heimlich da vorne eine Flasche rein und dann musst du das nachher noch trinken. Das mache ich als Idee, aber bestimmt sag ich, ich muss nicht pinkeln. Okay, Marvin. Ich würde sagen, jetzt geht's zu den 8 Liter Wasserflaschen. Let's go, Mann. Wir waren jetzt nochmal auf Klo. Ja, sehr erleichtert. Hast du Bock? Bruder, das Ding ist, ich sag dir ehrlich, mir ist gerade unnormal warm. Aber ich glaube, ich kann so in der nächsten Szene, irgendwann werdet ihr sehen, da kann ich das Wasser wahrscheinlich nicht mehr sehen. Wie geht das eigentlich auf? Leute, hier ist irgendwie so ein komischer Verschluss. Da muss man hier einfach so drücken und dann kommt erst das Wasser. Okay, Marvin. Warte. Oh ja, das geht auch so, warte. Ey, du hast jetzt schon ein bisschen rausgelassen, ey, ich hab, Junge, guck mal, das kommt da raus. Ungefähr, ja, natürlich kommt es da raus. Ja, okay, dann lass mal trinken, ne? Warte, lass mal kurz gucken, wir haben gleich viel, ne? Ja, Digga, okay. Du hast jetzt weniger offensichtlich. Ja, gut, dann trink erst. Trink mal. Alter, Bro. Oh mein Ey, Gott, guck mal, wie eingedellt meiner ist. Warte mal, trink sie wieder. Bro, mein Bauch, Leute. Ey, ich muss jetzt schon pinkeln gefühlt wieder, ne? Oh, Digga, ich kann nicht mehr. Oh, Junge, mein Bauch. 2000 Jahre später. Ich bin fertig. Oh. Boah. Bruder, eine Stunde gefühlt waren wir hier jetzt, ey. Hey Leute, ihr habt es wahrscheinlich übelst stark zusammengeschnitten gesehen, aber wir standen jetzt wirklich ungefähr eine Stunde hier. Ja. Digga, 8 Liter. Ey, warte mal, wir müssen mal kurz unseren Bauch euch zeigen, Leute. Oh, ich bin richtig dick. Schau mal. Warte mal, warte mal. Okay, Leute, bei Marvin. Digga. Das zeigt man jetzt bei mir so. Bro, ich weiß nicht, ob man das sieht eigentlich. Bro, Alter. Das ist doch normal schon richtig dick. Normal ist das richtig krass bei dir, aber ja, ja. Das auch, ne? Ich hab hier richtig, das, der ist richtig prall. Das ist alles dick. Ey, Alter, Junge, hau mir nicht auf die Blase hier. Ey, 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 Junge! Ich würde sagen, wir haben ja jetzt ausgetrunken. Jetzt lass mal das schön verteilen. Wir rutschen jetzt einmal hier die Rutsche runter, ne? Ja, aber komm noch mal kurz her, ich muss dir da was zeigen. Stell dich mal hier hin. Mach mal das da hin, komm mal her. Lukas, schau mal da hinten. Ja? Siehst du das da oben? Das ist doch. Junge, oh, Alter, ey, jetzt. Ey, 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 drück dir auf die Blase, Junge. Nicht zu drücken, ey, bist du ruhig, drück bei dir gleich, ey, Alter. Mann. Okay, ey, Leute. Ganz ehrlich. Ich muss jetzt schon pinkeln, Leute, aber ich würde sagen, ey, Marvin, wir müssen jetzt beide einmal die Rutsche rutschen. Das Geld, das werde ich mir schnappen, weil Doch, ich werde, ich mach nicht mehr Pipi heute. Ich hol mir das Geld. Notfalls. Also Marvin, jetzt nehm mal die Kamera und zeig mal, wie ich hier rutsche. Oh Bruder, ey, ich glaube, wenn ich da einmal runterrutsche, meine Blase, die macht so Turbos. Mach lieber nicht wegen deinem Knie auch. Nee, komm, das geht schon. Mach ganz langsam, ne? Ja. Oh, Bruder, du bist geisteskrank. Oh mein Gott. Tut's weh? Ey Bro, ich muss jetzt noch mal dringender pinkeln. Jetzt musst du auch. Damit ich mir die 10.000 Euro auch richtig verdiene. Ich werde alles davon machen, nur falls können die meinen Bauch aufschneiden oder so. Ich werde auch runterspringen, die Treppen, ne? Weil springen ist. Oh mein ja, Gott. Das ist richtig schlimm. Okay, ja, zieh durch, Marvin, zieh durch. So, Lukas, zieh durch. Okay, Marvin, mach mal. Oh, Scheiße, meine Blase. Oh. Bruder, es drückt, ich springe jetzt hier. Okay. Boah, Alter! Bruder, mir ist doch irgendwie ganz schlecht, sag ich dir. Ja, mach mal, zieh durch. Alle Treppenstufen hier. Ja. Und jetzt. Oh mein Gott. Boah. Oh, Junge. Boah. Fängt schon an, Marvin? Ja, und ich muss richtig dringend, das drückt, ey. Okay, Leute, boah. Ich würde mal sagen,
Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur nächsten Challenge und dort wird es auf jeden Fall richtig heftig mit den Bestrafungen. Let's go. Okay, Marvin, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder zurück, Junge. Ich muss so trinken, no joke. Du willst doch die 10.000 Euro gewinnen, oder? Ja, Mann, aber ich schaff das. Was soll ich machen? Ich zieh durch. Ja, guck mal, Marvin, wir haben hier ein Trampolin. Geh mal drauf. Und ich würde sagen, du musst jetzt einfach 20 Mal auf dem Trampolin springen. So hoch, wie du kannst, Marvin. Es drückt so schon. Let's go. No joke, warte mal. Oh mein Gott, Junge. Leute, ich hab gar keinen Bock, das zu machen. Komm, Marvin, 20 Mal jetzt. Eins, zwei. Bruder, es drückt. Oh mein Gott. Es drückt. Es geht nicht mehr, Marvin. Ja, ich zieh durch. Geh weg. Ich zieh durch. Let's go, Marvin. Ja, Bruder, es ist so schlimm. Bruder. Oh, Junge, Marvin, dein Handy. Ja, scheiß drauf. Ich kauf eh ein neues von dem Geld. Oh mein Gott. Einfach ein iPhone rausgefallen. Oh, Junge. Okay, Marvin. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Blase? Warte. Komm her. Wie geht's dir? Ey, Junge, was drückst du? Mann! Was kriegst du zurück? Ey, Alter! Nein, chill mal. Oh. Okay, Marvin. Meister, es tut mir leid, ich habe ein kaputtes Knie. Ich darf noch keinen Trampolin springen. Ja, aber du machst was anderes dafür. Ja, okay, was soll ich machen? Ich habe mir schon was krasses überlegt. So, Lukas, da du die Aufgabe ja nicht machen kannst, habe ich dir das Geisteskrankes überlegt. Und zwar, weißt du, was du jetzt machen musst? Was denn? Ja, erstmal kriegst du ein bisschen gehauen. Ey, Alter! Ne? Weißt du was? Du gehst jetzt erstmal schaukeln, aber let's go, rauf da! Ey, Junge, als ob, Junge. Ey, da wird das so voll in meiner Blase so hin und her geschaukelt. Ich muss auch die ganze Zeit, jetzt los, komm! Ey, wie oft? Du kannst, ja, mach das jetzt mal 10 Mal, aber richtig. Oh, Junge, Mann. Oh, Junge, Mann, ich muss so dringend pinkeln. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen hier. Komm hier, mal ein bisschen mit Anschauen. Ey, Junge, Alter. Los. Oh, Junge, Mann, ich muss so dringend, Junge. Richtig schaukeln, Lukas. Ah, Digga, Junge, Mann. Oh, Junge, ich glaube, ich pinkel mir gleich in die Hose, Alter. Ja, da will ich jetzt aber auch was sehen. Okay, Lukas, ich will mal nicht so sein, du hast es geschafft. Oh, aber nur wegen deinem Knie. Aber das Geld hole ich mir trotzdem. Junge, das Geld hole ich ja, mir, ja, komm Alter. Jetzt her hier, du Opa. Ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt mal zur nächsten Disziplin. Ach, Junge, ey, hör mal auf, immer so auf meine Blase zu drücken, Junge. Ey, ey, aua, Mann, Junge. Das tut total weh. Spinnst Alter, du? Alter, ja, weiter komm, wir gehen geht's weiter. Jetzt. Leute, wir fahren gleich los, um das Video zu machen. Aber ich habe auf jeden Fall einen Ass im Ärmel. Und zwar nehme ich einfach Tabasco mit, Leute, die ist unnormal scharf. Das werde ich dann Marvin heimlich auf den Burger machen, dass er richtig fett Durst hat. Ich würde sagen, let's go. So, Marvin, wir sind jetzt im Auto. Ich habe nämlich unnormal Hunger, Alter. Junge, du denkst, du hast Essen, Mann. Mir drückt alles. Ich würde sagen, lass doch mal zu Maggis gehen. Ich habe gehört, die haben da so einen Burger. Und wenn du den isst, ne, dann saugt der so ein bisschen die Flüssigkeit auf. Echt jetzt? Ja, ja. Ja, dann nehme ich den, nämlich zwei von. Alle, immer her mit. Ja, okay. Ich zahle auch, ich will eh genug Geld heute. 10.000, die gehören mir. Junge, warte mal hallo, an, Lukas. Die bekomme ich, Alter. Ey, Alter, ich drück dir jetzt hier. Ey, nicht Blase, mal erfahren, du bist verrückt, ey. Junge. Spinn's wohl, ich mache noch einen Anfall wegen dir. Aber ich kaufe dir ein neues Auto. Digga, dieser Verkehr hier heute, der drängelt auch schon wieder da rum wie so ein Idiot. Ey, meine Güte, ich fahr doch. Meine Güte, diese Leute, Alter, ne. So, Marvin, Bruder, wir sind angekommen bei McDonald's. Ey, Digga, ich muss auch geisteskrank aufs Klo. Marvin, ich weiß auch, bei McDonald's sind Toiletten, ne? Ja, vergiss es, ich gehe da nicht rein. Kannst Ey, du doch. Voll vergessen. Kannst du ruhig machen, ich gönn mir dann die 10.000 Euro. Oh, Alter, direkt neben dem McDonald's-Auto, Junge. Ja, ja, natürlich. Wie geil, Mann. Ja, lass mal das mitnehmen. So, Marvin, wir sind jetzt hier bei McDonald's. Hast du Bock? Ich muss auf Toilette. Ja, ich auch, Alter, natürlich. Aber Marvin, ich würde sagen, geh mal rein und jetzt bestellen wir uns mal ein bisschen, ein paar Burger oder ja. So, ne? Kannst du schon mal gehen, Lukas, geh schon mal rein. Ja. Leute, wir werden ihn gleich pranken, das wird gleich total lustig. Wartet einfach, ich habe eine richtig geile Idee. Okay, Marvin, ich würde sagen, ich bestell mir... Du bestellst für uns beide? Komm, wir machen zu viel Essen. Ja. Ja, aber ich nehme kein Getränk. Also, doch. Junge. Ich bestell Getränk. Ey, meine Blase ist richtig voll. Na, ist mir doch egal. So, was nimmst du schön? Nimm eine Cola. Oh. Ja. Ach, warte mal, Lukas, zeig mal kurz deinen Bauch. Ja, du bist ja eh schon dick genug, nimmst du Zero. Ey, Alter, was soll das heißen, Junge? Da ist Wasser drin. Junge, nimm eine kleine Zero. Ja, ja. So. Komm. Digga, aber dann nimmst du auch ein Getränk. Ja, okay, du hast bestellt. Ja, okay, ich such dir das Getränk aus. Ja. Okay, Marvin, ich nehme dir auf jeden Fall eine Sprite, davon muss ich immer richtig dringend pinkeln, Alter. Oh, Mann, ey. So, zur Bestellung hinzufügen und ich hole mir noch einen Burger einfach. So, was willst du? Ich nehme Burger Pommes und ich habe auch richtig Hunger heute. Heute läuft, den nehme ich mir mit. Filet Fisch, okay? Ja, natürlich. Ey, Digga, ich finde Fisch richtig ekelhaft. Ja, weißt du was? Magst du keinen Fisch, Lukas? Nee, ich mag keinen Fisch. Dann kriegst du auch einen. Ey, nein, ich esse den nicht. Du isst wohl Fisch. Du isst Fisch heute. Nein, ich esse den nicht. Na, du wirst sehen. Ey, Alter. Was gibt's noch, was du nicht so magst? Dich.
Was magst du noch so? Sag mal, komm, eine eklige Sache, dann musst du auch eine für mich aussuchen. So McRib mag ich auch nicht. McRib magst du nicht? Nee, nee. Okay, nehmen wir den mit. Okay, jetzt darfst du eine für mich aussuchen. Was wollen wir noch? Was willst du? Eins für dich? Ja, eine darfst du mit. Okay, Marvin, ey, ich nehme dir einfach diese heiße Erdbeer-Cream-Cheese-Tasche. Nein, Digga, das ist doch total heiß. Das ist Durst. Ja, deswegen. Let's go. Du bist total gemein. Okay, Marvin, ich würde sagen, komm, wir spenden auch nochmal hier, ne? Natürlich heute. Und ich würde sagen, oh, hier ist die Bestellung. Let's go. Ey, Marvin, ich muss mich mal gleich hinsetzen, weil mein Knie tut gerade schon weh. Ja, ich hole alles. Okay, Marvin, ich würde sagen, ich gebe dir schon mal hier den Bon. Ja. Und dann setze ich mich, weil mein Knie tut gerade übelst weh und ich muss übelst dringend pinkeln. Ja, dann mach ich mir. Nimm schon mal, ich gehe dann, ne? Okay, danke dir, ne? Jo. So, Leute, ich habe mich jetzt hier schon mal hingesetzt. Und zwar, Marvin denkt ja, dass ich gerade so Knieprobleme habe. Habe ich aber eigentlich gar nicht, Leute. Habe ich das nur gemacht, Leute, um schon mal alles vorzubereiten für gleich, für den Tabasco-Prank. Das wird richtig krass, Leute. Ich hoffe, dass er kurz weggeht oder wegguckt und dann werde ich es ihm auf jeden Fall richtig heimzahlen. Let's go. Ist das welches, das hier? Habt ihr einen Deckel hierfür? So, Freunde, hier ist das Trinken. Hier ist deine Cola. Ich würde sagen, wir kippen die jetzt weg und dann tun wir da das Pipi reinmachen. Das wird total lustig. Ich habe alles gerade verschüttet. Ich bin so ein Trottel. Jetzt klebt alles hier. Mann, ich muss gleich mal den Boden sauber machen. Den frisch gezapften Urin von mir. Ich habe ein bisschen Cola drin gelassen, damit das nicht so merkt. Boah, ist das eklig. Komm hier, du kriegst noch einen Eiswürfel hier. Damit das nicht ganz so auffällt, ne? Das sind noch ein bisschen Eiswürfel von mir. Deckel drauf und dann los. Moin, was geht, Marvin? Ja, ich habe schon mal alles am Start. Ja, sehr nice, danke dir. Ey, Ehre, Alter, mein Knie tut echt weh gerade. Kein Ding habe ich gerne geholt. Ja, was ist denn hier? Ich glaube, das ist meins. Ah, hier ist. Ja, das ist die Sprite, genau. Ja, dann gehen wir mal die Cola her. Kannst du einfach so trinken, weißt du, brauchst du. Ja, ist ja eh alles drin. Komm, okay, würde ich sagen. Ey, warte mal. Was denn? Ey, warte mal, ich glaube, du hast eine Soße vergessen. Welche Soße denn? Warte mal. Soll ich nochmal hingehen oder was? Ey. Ja, warte mal. Kannst du noch mal fragen wegen einer Barbecue-Soße, bitte? Ja, ach Mensch. Korrekt. Ach, ich muss auch meine Hände noch mal waschen, die Kleber. Danke, ne? Voll korrekt, Mann. Ja. Okay, Leute, jetzt machen wir das mit dem Tabasco. Also, Leute, wir haben jetzt hier den Filet-O-Fisch von Marvin. Und jetzt machen wir auf jeden Fall heimlich hier Tabasco drauf. Leute, da muss er richtig dringend was trinken und wird dann auf jeden Fall richtig abkacken und pinkeln müssen. Oh mein Gott, wir müssen uns so beeilen, Leute. Und hier richtig Tabasco draufballern, Leute. Oh mein Gott, Leute. Bro, das ist so scharf, Leute. Jetzt Burger wieder zumachen, damit es originalgetreu aussieht. Zack. Leute, das erkennt man überhaupt nicht. Ist auf jeden Fall nichts aufgefallen. Jetzt ganz schnell die Tabasco zumachen und einpacken. Ey, du hast mich reingelegt, da hat gar keine Soße gefehlt. Echt nicht? Ich hab extra gefragt, ob es bei der 281 eine Soße dazu gibt. Das stimmt gar nicht. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich irgendwie verpeilt oder so, weil eigentlich bestelle ich mir immer dazu. Aber ja. Marvin, ich würde sagen, nimm mal, dann teste schon mal meine Cola, ey. Ja. Erstmal die so, Cola. So, trink erstmal. Ja, trink mal richtig was. Ey, was machst du denn? Digga, was ist das? Haha. Was haha? Weißt du, was ich gemacht habe, Lukas? Ey, Bro, das ist keine Cola, was ist das, Bro? Weißt du, was ich gemacht habe? Bro, ich habe das noch nie geschmeckt, was ist das? Vorhin, als du auf Dings warst, als du im Wald Pipi gemacht hast, bin ich auch nochmal gegangen und ich habe einfach in die Flasche gepinkelt. Ich habe das gerade ausgetauscht. Bro! Alter! Hier willst du einen Schluck von mir trinken? Digga, ich werde mich so hart an dir rächen dafür, ich sag's dir, ne? Ja, okay. So, Leute, ich würde sagen, ich stelle mal hier die Kamera auf und dann essen wir jetzt erstmal. Oh, lecker. Geil, Mann, Junge. Oh, ich hab übelst Hunger auch gehabt, Mann. Bruder. Was ist los, Marvin? Was hast du gemacht? Ey, was denn? Ey, Marvin, was ist los, Marvin? Bruder, das ist total scharf. Was hast du gemacht? Haben die Rezeptur verändert oder was? Nee, was ist da drauf gemacht? Also Leute, ich weiß nicht, was Marvin gerade hat. Wow. Hey Marvin, weißt du, was ich gemacht habe? Oh. Junge, ich habe mich direkt bei dir heimgezahlt. Karma, Junge. Ich zeig dir, was ich gemacht habe. Was hast du gemacht? Ich hab einfach eine Tabasco heimlich mitgenommen. Ey, du blödes Arschloch, und die ist auf den Schaden, Burger Alter. Gemacht. Du hast direkt den richtigen genommen, Junge. Oh. Leute, ey, zu geil. Oh. Auf jeden Fall direkt Karma, Junge. Payback. Oh. So sieht's nämlich aus. So Leute, wir sind jetzt gerade am Essen und Marvin, jetzt gönn dir mal hier die heiße Tasche, ne? Die ist wirklich heiß. Alter. Hast du eigentlich noch so ein bisschen Schärfegefühl von dem Burger? Oder ich habe alles aufgegessen, schau. Ja, Marvin hat echt durchgezogen, Leute. Es brennt alles. Oh, die ist richtig heiß. Oh mein Gott, gönn dir. Oh. Aber schmeckt geil. Oh, viel zu heiß. Und jetzt noch die Pipi trinken, oder? Nee.
Junge. Ey, aber Leute, ich sage euch eine Sache. Bruder, ich muss so dringend Pipi. Ich auch. Krank, Mann. Das ist so schlimm. Muss auch die ganze Zeit die Beine so ein bisschen so verschränken. Ich drück alles zusammen, weißt du? Ja, ja. Ey, aber Marvin, ich sag dir, das mit Pipi war auf jeden Fall zu krass. Du musst jetzt als Bestrafung hinten die McDonald's-Rutsche auf dem Bauch rutschen, dass so richtig schön deine Blase richtig eingedrückt wird. Ja. Siehst du durch? So, wenn du nicht machst, will ich die 10.000 Euro. Du hast mich total verarscht. Ich habe den Burger gegessen. Den und die Apfeltasche. Ja, aber du hast nicht den Pipi getrunken. Und das drückt immer noch. Du hast gesagt, das saugt das auf. Ich merke gar nichts. Und jetzt muss ich noch rutschen. Das war natürlich auch nur ein kleiner Spaß, Marvin. Ne? Ey, Mann, du hast mich voll verarscht. Ich habe alles voll gemacht wegen dir. Ich habe total Bauchweh wegen dir. Junge, auf die Rutsche, Marvin. Let's ja, okay, go. Ich gehe jetzt. Also, Marvin, hast du schon Bock, Junge? Hier ist der Start, da muss man auch so richtig krass hochklettern. Und Leute, oben ist dann die McDonald's-Rutsche. Hier kommt man dann raus. Lukas, guck mal hier, was hier steht. Bis 1,25. Ja. Junge, du hast so Glück, dass du das nicht musst wegen deinem Knie. Ja. Lukas, ich steck fest. Marvin, das schaffst du. Ja. Was geht, Marvin? Scheiße, wie hoch ist denn das noch? Moin. Bruder, es ist viel zu hoch hier. So, Leute, ich bin jetzt da. Bruder, das geht nicht auf den Bauch. Ja, ziehst du durch oder nicht? Ey, du musst kurz warten, ich brauche jetzt ein bisschen, ne? Junge, was machst du da, Marvin? Ah! Hilfe! Oh mein Gott! Junge, Marvin! Marvin! Moin! Ich steck fest! Wie du steckst fest! Wie du steckst fest! Bruder, es geht nicht, ich steck fest! Du musst wissen, ich rutsch kopfüber! Was? Ja! Oh mein Gott, warum rutschst du denn kopfüber? Oh, Scheiße! Oh, ich hab mir voll den Kopf gestoßen! Junge, Marvin. Oh mein Gott, der kommt schnell raus hier. Ich kann nicht. Junge, hast du dich eingepisst beim Rutschen? Wie sieht's aus? Bruder, mir ist ganz schwindelig, ich hab Kopf gestoßen. Okay, Marvin. Ja, du kannst rutschen. Okay, dann weiter geht's. Oh. Hey, Marvin, wenn du willst, kannst du pinkeln. Nee, du kannst auf die Leck. Aber komm her, hier. Ja. Junge. Nein, das ist viel schlimmer. Junge, ich muss gerade so dringend pinkeln, ich schwöre. Oh. Ey, Marvin, lass schnell raus hier. Lass schnell raus hier. Ich kann schnell gehen. Ich habe einen richtig krassen Ort. Ich werde dich jetzt überraschen, wo wir hinfahren. Lass dich einfach mal überraschen. Ja, okay. So, Marvin, wir sind angekommen. Lukas, wo zum Teufel hast du mich jetzt nicht wieder hingebracht? Ja. Und warum darfst du eigentlich immer alles bestimmen? Ja, Marvin, ich zeig's dir gleich, ja? Ja, okay, komm, machen. Wo soll ich hin? Soll ich sitzen bleiben? Ja, nee, wir steigen jetzt aus, ich zeig's dir. Okay. Also, Marvin, wir sind jetzt fast angekommen. Ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt machen sollen. Ja, hörst du es vielleicht schon? Oh mein Gott, oder? Digga, ich glaube, meine Blase platzt gleich. Leute, ich muss kurz mal eine Pause machen. Wir haben da hinten eine Fontäne und wir werden uns jetzt an die Fontäne setzen. Marvin, ey, jetzt komm mal weiter. Was ist los? Ich kann nicht, Mann. Es tut alles, wie es drückt. Ach, mir geht's echt nicht gut. Du kannst gerne da pinkeln gehen. Ich nehme dir die 10.000 an. Ich glaube, ich sag ehrlich, ich kriege auch langsam Fieber oder so. Echt jetzt? Ja. Egal, dann lass erstmal ans Wasser, ne? Dass ja, genau. Lass erstmal ans Wasser. Das ist eine gute Idee. Ey, Junge, Marvin, ich muss so dringend pinkeln von dem Geräusch. Ich will nicht. Digga, siehst du das? Ja. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, wenn ihr pinkeln müsst und dann hört ihr so Wasser und so. Oh, ja. Ey. Lukas, man versteht uns auch ganz schlecht. Lass uns mal lieber gehen. Nee, Marvin, wir gehen nicht. Ja, okay. Wir setzen uns jetzt da hinten mal auf die Bank. Und wir können uns auch hier hinsetzen, wenn du willst. Ja, ja, komm, dann machen wir jetzt ein paar Challenges. Okay. Ich muss zwar auch geistkrank dringend pinkeln, aber ich hab noch was anderes besorgt. Okay, was denn? Und zwar, wir machen jetzt Schere, Stein, Papier und ich habe ganz viele Getränke besorgt. Alle möglichen Getränke und immer der Verlierer muss ein Getränk trinken. Und ich würde sagen, Marvin, Schere, Stein, Papier. Okay, bis eins. Bis eins. Okay. Schere, Stein, Papier. Obi-Hörnchen! Hey, Junge, was ist das? Haha, Obi-Hörnchen! Nein, sowas gibt's nicht. Doch. Nochmal neu. Okay. Schere, Stein, Papier. Blinde Kuh? Nee, ich hab dich besiegt. Das ist eine blinde Kuh. Das ist ein Stein. Nein, das ist eine Kuh, die rammt durch. Oh Mann. Dreh und trink, Marvin. Wie viel muss ich trinken? Ja, du musst halt schon die ganze Flasche trinken, ne? Und wie schmeckt's? Bäh, Digga, das ist total warm und total süß. Heute hier ist einfach diese Fontäne hinten dran. Ich muss so dringend pinkeln. Wann jetzt noch weiter? Marvin, wie geht's dir eigentlich so? Oh, ey, hör auf! Bitte, ich kann nicht mehr. Also Marvin, die nächste Challenge ist einfach mal die schärfsten Takis. Blue Heat, dieses Hot Chili Pepper. Oh mein Gott. Also die sind geisteskrank scharf. Ich würde sagen, Marvin, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Nein! Nein, Mann. Okay, Leute, zeig mal so, wenn ich die Packung so öffne. Okay. Oh.
Bro, die sind geistkrank scharf, Bro. Ja. Die sind einfach komplett blau, Leute. Alter, guck dir die mal an, Junge. Bro. Warte, halt mal. Lass mich auch mal probieren. Mhm. Ich esse für dich mit. Oh mein Gott, ich bin scharf. Alter! Halt mal, ich muss trinken. Oh mein Gott, Marvin. Bruder. Ist besser jetzt? Ja, ja. Bro. Oh. Alter, sind die scharf, oder? Was meinst du? Ja, total. Ich esse die nicht mehr. Okay, oh. Leute. Ey, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz woanders hingehen, kurz. Ich hab eine Idee, Marvin. Okay. So, Lukas, ich musste so viel Bestrafung gerade machen. Ich habe schon aus dem Gulli alles getrunken gerade. Junge, was für Gulli? Du hast aus der Fontäne getrunken. Ja, ist total eklig. Dann habe ich mir jetzt das krass überlegt. Gib mal ein Getränk her. Was? Ja, also Leute, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wir haben zum Beispiel noch Prime. Vielleicht kennt das der eine oder andere von Logan Paul. Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Challenge. Nee, du musst was machen. Komm mal einfach mit. Komm mal mit. Was soll ich denn machen? Ja, komm mit. Du gehst jetzt auf die Toilette und trinkst das aus und dabei läuft das Wasser. Oh, Junge, ey, übertreib mal nicht, Alter. Los, komm hier auf die Toilette. Ja, das ist übel ekelhaft, Mann. Guck mal, das läuft über, Bro. Oh, Bro, es stinkt hier auch. Ich muss so trinken. Du stellst dich da hin. Stell dich da hin. Da hinstellen. Oh, das drückt total, ne? Na, Lukas? Ein bisschen Wasser ablassen? Ey, ich sag ehrlich, es schmeckt eigentlich geil, aber Bruder, ich muss so dringend pinkeln, Alter. Ich kann nicht mehr. Doch, trink aus, komm her hier. Und wie ist es? Oh, ey, hör mal auf, Alter, musst du nicht selbst pinkeln davon. Ja, doch schon, aber du trinkst ja gerade. Okay, sag mal, wie viel hast du? Bro, ich hab übelst hier schon gedacht. So, okay, Leute, wir gucken. Ja, hast was ausgucken? Sehr nice. Super, Lukas. Oh, nächste Junge. Challenge. So, also Leute, ich überlege auf jeden Fall jetzt, was die nächste Sache ist. Hä? Ey, Digga, was macht Marvin da? Boah, scheiße, mir geht's nicht gut. Ey, Junge, Marvin, was ist los? Ach, gar nicht was gut. Was los, Marvin? Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus, Digga. Was? Ich sag dir ehrlich, ich glaube, meine Blase ist geplatzt oder irgendwie so. Ich glaub, oder Platz ist kurz davor. Ich habe echt Probleme. Es tut ultra weh. Ich habe so ein Stechen hier runter. Das ist echt geisteskrank. Oh mein Gott, sind wir ins Krankenhaus, oder was? Ja, lass mal am besten entfernen. Okay, Leute, das ist natürlich nicht gut. Okay, Marvin, ey, dann lass mal ganz schnell los ins Krankenhaus. Das ist gar nicht gut. Warte, mach mich so schnell. Aber du kannst auch pinkeln gehen einfach. Bruder, ich habe echt gerade andere Sorgen. Ich kann auch gar nicht mal klar denken, es tut alles weh. Ich habe viel zu Wasser getrunken, locker 10 Liter heute. Okay, also wir fahren jetzt einfach ganz schnell ins Krankenhaus, wir nehmen euch mit, let's go. Ja. Also Leute, wir sind jetzt hier am Krankenhaus angekommen. Marvin geht's gar nicht gut. Okay, Junge Marvin, ey, wie sieht's aus, Mann? Oh, hä? Ach, lass mal. Bro, was ist das? Ja, es geht nicht. Chill mal. Hä? Was denn? Chill mal. Ich kann nicht mehr. Marvin eben gepinkelt oder was? Nein, ich gebe schon weiter. Junge Marvin! Junge, du hast dich eingepinkelt, Bro! Es geht nicht mehr. Junge. Ey, Lukas. Ist das besser? Leute, es ging nicht mehr. Junge, Alter. Hä? Ey, bei mir ging nicht mehr. Junge, ey, schau mal, Bro. Du hast voll in die Hose gepinkelt. Aber ich hab nach dir, deswegen habe ich die 10.000 gewonnen, Junge. Oh nein. Let's go, Mann. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder nach Hause gegangen. Wir haben immer noch hier die Hosen, Alter. Bruder, ich sag dir ehrlich, bei mir, es brennt auch alles. Ja, also, Leute, es fühlt sich ein bisschen ekelhaft an. Aber, Marvin, die 10.000 Euro. Verloren. Jetzt gib her, Alter, ist mein Geld. Ja, bitteschön. Davon kaufe ich mir jetzt eine neue Hose, Freunde.